Hier, Landmatrosen und Süßwasserfischgedöns. Ich grüße euch. Guten Morgen. Der neue Patch 5.14 ist gerade frisch online. Es ist irgendwie 8:30. Die Server waren um 8 oder so wieder bespielbar. Ich habe die ganze Nacht den alten Gangplank gespielt. Jetzt auf den neuen Patch gewartet. Und sofort mit Gangplank rein. Ja, neues HUD ist außerdem da. Also ihr seht wahnsinnig viele Veränderungen. Wir befinden uns im Bilgewater Event. Karte sieht anders aus, alles sieht anders aus. Ja, und das wird jetzt der Auftakt zum Bilgewater Event. Was? Wer vor was? Achso. The new HUD is really ugly? Naja, geht so. Eigentlich finde ich es ganz cool. Vielleicht muss man mit der Größe noch ein bisschen rumspielen, aber. Ja. Junge, Junge. Ja, die Minimap ist nicht so, aber ja, wer nicht weiß, was das Neue hat, guckt es euch am besten irgendwie mal auf der Seite oder so an. Oder der Maxim, der hat da auch ein ganz gutes Video zu gemacht. Ja, und Gangplank ist jetzt hier der Announcer in der Map. Der ist jetzt hier der Stadionsprecher. Und ja, ich habe erstmal den Classic-Skin genommen. Hier haben wir nochmal. Der. Erstmal hier Classic, weil. Ja. Lol, die Orangen. Weil. Ja, sieht ja auch neu aus. Wollte ich mal zeigen. Und die anderen Skins schauen wir dann in anderen Videos uns an. Davon wird es ja noch einige geben. Ich spiele anscheinend gegen Kha'Zix. Und Gangplank und MF auf der Botlane. Na Mensch. Bietet sich natürlich an. MF hat ja auch so ein kleineres Rework erfahren. Was nicht schlecht ist. Achso, und mit dabei habe ich übrigens den Emsa und den Eisadler. Der Emsa ist auch mit dem TS. Der ist gerade so schweigsam. Ja, weil der Test irgendwie spackt. Ja, okay. Ach, Übrigens, was? MF müsstest du vielleicht auch noch anspielen, haben sie jetzt auch leicht Ja, geändert. ich weiß ja. Habe ich ja gerade schon gesagt. Werde ich auch noch. Es werden im Rahmen dieses Events viele Videos kommen. Ihr seht es an meinem tollen Kostüm. Ich stehe auf Piraten. Und ja, ich werde dann mit meiner Steam-YouTube-Piraten-Crew einiges hoffentlich anstellen können. Muss, glaube ich, das Spiel ein bisschen lauter machen. So. Oh Mann, Alter. Ja, das ist das erste Mal, dass ich das spiele mit den Fässern hier und so. Ist alles so ein bisschen seltsam. Schauen wir mal. Lol, das ist ja gewagt hier. Wie gesagt, ich habe das noch gar nicht raus. Auch mit den Abklingzeiten und so. Aber es sieht cool aus. Die Musik ist monstergeil. So. Ja, und man sammelt ja jetzt diese Silver Serpents, aber. Davon habe ich noch nicht so viel. Holla, the fucking Wood Fairy, Alter. Schon wieder zu early. Oh lol! Der Meiser!
Oh, come on, dude. Sink or swim, lads. Sieht irgendwie alles noch schneller und dynamischer an. Junge, ich habe das letzte Mal vor, was weiß ich, wie vielen Stunden geschlafen. Ey, ruhig mal sagen. Einfach ruhig. Gangplank ist eindeutig auf dem Play der beste Goldlieferer des Gegnerteams. Support, das total geilste Strategie, wenn der Support sich als die ganzen Fetter schnappt, weil es immer 10 Gold sind. Ja. Und zählt nicht als Mii, als Minions. Ich glaube, ich werde mir irgendwann wirklich Sona holen. Ich mag die. Nicht schlecht als Sona. Das ist verwirrend, Alter, hier mit dem neuen ganzen Schissel. Kommt man schnell klar. Geht so. Was ist das denn noch so? So. Ja, das wird ja was. Aber es ist irgendwie auch nicht schlecht. Also man hat halt echt mehr Sicht aufs Spiel. Vor allem du hast bessere Sicht, weil du Tate und deine deine Teammates gleichzeitig angucken kannst. Weil die auf der gleichen Seite sind endlich. Jo. Cowards understand fear. Und die Kills und so weiter stehen nicht mehr oben, sondern oben steht nur noch die Zeit. Nope. Eindeutig nicht besser. Oh, ich hab nicht aufgepasst, er hat meine. Das verstehe ich nicht, wieso die nicht eine wilde Wassersona gemacht haben. Das war eigentlich auch schon gut gewesen. Oh Gott, 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 Gott. Oh, Alter. Ich komm noch nicht klar zu gucken, wo meine Items sind, ey. Ja, ich gewöhne mich an sowas recht schnell. Ja, es ist halt das erste Spiel. Ja, ich hab vorhin auch nur das Kastengame anprobiert. Ja, ich noch gar nicht. Da hatte ich halt nur ganz wenige Items. Die Pots eigentlich nur. Alter. Cowards understand fear. They're smart. Ich hoffe, das war kleiner als ich würde mich auf die Schmerz ausbrechen. Weil knallt. Na. Lol, das war erst First Blood. Mensch. Ah, geiles Announcing, Alter. Hört sich cool an, gefällt mir. Sieht alles anders aus, Leute, ey. Nicer Scheiß. Nicer Scheiß. Cruelty with purpose, boys. So. Die Items sind Gott sei Dank nicht mehr so klein. Waren ja früher immer so klein angezeigt. Ja, ich gucke halt immer jetzt auf die andere Seite und denke mir, ah, fuck. A blade in the gut solves most problems. Hammer! Easy, Leute! Junge, Junge! Ja,
Ja, genau. Und wenn euch die Fähigkeiten nicht bekannt sind, oh lol, würde ich euch echt empfehlen, schaut euch irgendwie das Spotlight oder so an von der League of Legends Seite, also von Riot Direct. Ist ganz, ganz gut gemacht. Oh lol. Wie vor dem Eisadler. Junge. Lol. Ja. Ich war so gebannt. Oh Mann. Ja, dann schaut euch das an, schaut, was sich geändert hat. Und habt Spaß damit. Ist ziemlich cool, finde ich. Don't like this new game, was? Ja. Deswegen, schaut es euch an, schaut euch auch im F an. Ich finde, die wurde echt gebufft. Also, ich meine, ich fand sie an sich schon immer cool, aber jetzt ist sie noch cooler. Und jetzt ist sie vielleicht auch besser spielbar. Ich ja, ob das. Naja. Bleivergiftung, da wurde jetzt Bewegungstempo gepackt. Was jetzt? Ja, wenn du die Bleivergiftung auslöst, dann machst du keinen extra Schaden mehr, sondern halt bekommst du gesehen Landgang sofort. Aber. Und das finde ich eigentlich ist eher. Ja, weil ich diesen extra Schaden eigentlich besser fand. Alter, der macht so viel Damage. Oh, hier ist ganz viel Geld. Aha. Kann man auch die Leute vom Drachen weghalten. Oh, ich bin so dumm. Oh, ich bin so dumm, Alter, Leute. Es tut mir leid. Jetzt habe ich dir natürlich da eine schöne Goldstraße hingelegt. Ach ja, aller Anfang ist schwer. Aber... ja. Das letzte Mal, also ich habe heute Nacht, wie gesagt, echt irgendwie 5 Spiele oder so Gangplank gespielt und habe den sonst jetzt lange Zeit nicht gespielt. Und ich muss sagen, es ist ganz schön geil gewesen. Echt Spaß gemacht. Was? Ich bin total abgehoben. Aus unerfindlichen Gründen. Ich habe sehr interessant, ich habe 5 verschiedene Builds oder so gespielt und die haben alle extrem Spaß gemacht. Hältst du Fress, Junge, da. LOL! Wieso hat er denn erst gestorben? Komm jetzt ran. Ist kein Mana mehr, Boy. Lol. Dieser Announcer. Das ist echt nice. Gut. Wieso? What the fuck, Alter? Junge, ich. Alter. Krieg meine Dings nie zusammen. Ich mache irgendwie meine Oranges nicht, Alter. Ich habe gerade so viel Gangplank gespielt und jetzt lutsche ich dermaßen. Aber ja, ich bin halt so fokussiert auf die Fässer und will damit irgendwas anfangen. Klappt nicht so. Hey, Adler rockt erstmal mit der MF. Das ist schön. Hier gleicht mein Feed aus. Nice. Nice. Ja, die neue MF sieht auch ziemlich cool aus. Also... sie haben nicht so viel gemacht, aber zum Beispiel die Haare sehen halt viel besser aus. Oh, no. Ja, da konnte ich nicht helfen. Alter, Malzahar ist so ein absoluter Idiot. This music is terrible, Alter. Deine Mutter ist terrible.
wollte unbedingt. Hallo, der ist einfach nur mad, weil er unbedingt Apex spielen wollte, dann hast du ihn gehabt. Das ist nur mad. Furchtbar, Alter. Furchtbar mit dem. Wo ist denn diese Musik mad? Das ist wie die Hearthstone-Musik, die halt einfach immer geil ist. Oh, ich hab auch so den auf Spoiler fast gehauen. Your turret's been destroyed. He's scared, man. He's a loyal man. Ja, wir haben einen Dragon Timer. Alter, dass die Leute einfach nicht die Chat-Notizen lesen, ne? A blade in the gut solves most problems. LOL! Gut, der Kollege macht ja gar keinen Schaden. Okay. Haha. Ja, der zerreißt mich. Turret destroyed. Ey, aber dafür kriegt er jetzt auch den Top Tower. Alter Leute, ey. Junge, Junge. Aber es ist trotzdem witzig. Und die Musik ist so geil. Lol, also richtig Party. Nice. Okay, jetzt geht Malzahar dahin, um zu farmen. Dankeschön, Malzahar. Um zu sterben. Und jetzt so, oh, that feed. Mm. LOL! Won't be the last body to fall. Boah, Alter! Ich werde eindeutig Fan von Sona. Ich werde mir die irgendwann noch. Ich werde Sona main. Ja, Sona ist cool. Es ist so ein geiler Champ. Ja. Der spielt sich perfekt auf, als Ding hier. Immerhin, ich stehe 006. Ich stand noch nie mit Tarek so schnell 006. Tja, siehst du mal. Und er hat auch. Sie heilt zwar nicht wirklich. Sie heilt zwar weniger als Tarek, aber sie hat Speed ab, sie hat Mobilität, sie hat Schaden. Jo. Der hat nur halt keinen Stun. Ab und an mal. Ab und an ist Schaden halt mal gut. Ja. 5 Schaden ist er immer. Kha'Zix, Alter. Kha'Zix habe ich lange nie mehr gesehen. Aber der Kha'Zix hier, der rasiert. Gut, der rasiert mich, der keine Ahnung von dem Champion hat und sehr müde ist. Aber er rasiert. Tja, ja. Ja. Okay. Warum auch immer haben wir Malzahar lange. Alter, aber Miss Fortune kann carryen. Nein! Nein! Boah, die wollen mich alle. Der Kassadin, Alter! Du wolltest ist immer noch da! Die wollen mich alle töten. Wegficken. Nice! Kein Mana. Oh, die sind slow, alle. LOL! 2 Gangplanks und 2 MFs. Es ist einfach nur. Piraten Power, Leute! Piraten. Krieg. Da ist übrigens Shaco.
Und dann hast du in der Mitte eine Sona, die alle hochheilt. Die haben auch nicht mal einen vernünftigen Supporter. Ich muss jetzt hier Stacks sammeln, ich habe jetzt 240. Ganz schön schlecht. LOL. Boom, boom, boom. Boom, boom, boom. Boom, bang, boom. Alter. Kaputt. Der Shaco hat da einfach seine komplette Dinger eingepackt. Ja. Enemy triple kill. Your turret. Tower gedeiht. Kommt doch. Wir haben einfach zu vier Tower gesaved. No. Ah, schade. Lol. Also bloß auf der Karte macht unglaublich viel Schaden. Habe ich noch nicht gemerkt. Hier ist auch gleich irgendwie Kha'Zix wieder, der um die Ecke kommt. Ah, ist... lol. Nice. Kannst du eine Blue mit mir machen? Ich würde gerne den Blue. LOL. Nee, egal, hast du. Pass drauf. I'm sorry. Lässt mich jetzt nicht ändern. Ach ja, das aber mit den Fässern ist halt eine richtig witzige Mechanik, ey. Gott, also, das ist Kha'Zix, Alter. Und Shaco. Ja. Ich muss jetzt immer noch mit dem Gold gucken, wo das ist, ey. So. Spielen wir den Tryhard Gangplank mal, den die hier aufbauen. Komischen Off-Tank Bruiser Scheiße. Schauen wir uns mal an. Aber du kannst die, glaube ich, immer noch so spielen. Ich denke auch. Nur halt. Weil das Einzige, was sich geändert hat, ist halt. Der Über-OP-Build geht halt nicht mehr. Mit der Rune-Dewe, Leute. Passt auf die Rune, ne? Ja. Dieses Video kommt ja heute hoffentlich noch raus. Also, was ist heute? So, in so 2 Stunden oder so. Hoffentlich ist es fertig. Und ja, guckt euch die Patch-Notizen an, Leute. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. genau, weil es hat sich einiges getan, gerade was die Runenlewe angeht, die ist jetzt nur noch im Jungle nutzbar. Also, was heißt nutzbar? Empfehlenswert. Und ja, passt da ein bisschen auf. Lol, das gab viel. An enemy has been slain. The enemy teams have slain the dragon. Oh nein. A blade in the gut solves most problems. Your allies decorate the sea bench. Lol. Holy fuck. Shit. Nope. Oh Mann.
Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Aber ich habe hoffentlich bald genug, um meine Ulti zu verbessern. So, dann bauen wir mal das hier. Oder wir sagen... Nope. Still OP. Den Kha'Zix kannst du echt nicht machen. Ne, der ist strong. Der geht rein und bringt dich um. Jo. Er hat den auch gesehen. Ja, ich weiß auch nicht, irgendein Depp. Irgendein Depp mit Piratenhut. Oh lol. Alter, der Schaden. Der Kha'Zix regelt. Holy! Allein kriegst du den nicht down, wir feeden den einfach nur noch mehr. Vor allem, der kann einfach Tower sein. Nee, kann er nicht, jetzt ist er tot. Ja, so aber das Beste ist sowas wie Malzahar. Nachdem er 15 Kills hatte, stellt Malzahar fest, dass ein Kha'Zix, also einer der derbsten Assassins überhaupt, wenn man alleine ist, one-shotten kann. Good job, boy. Alter. Oh, please, Malzahar, ey. Don't open your mouth. Malzahar Jungle und dann sowas. Naja. Kann ich das hier ein bisschen rüber, oder? Hast du gerade auf Shaco gehauen, oder was? Was? Hast du gerade auf den Shaco-Klon gehauen, oder was? Nein, ich bin von Shaco und MF verbauen. Ich weiß jetzt gerade selbst, was die wollen. Okay. Ich hab auch keine Ahnung, was der Malzahar jetzt von mir. Gut. Da ist der Kha'Zix. Und da bin ich tot. Welche Ulti-Upgrade würdest du empfehlen? Ich glaube die dritte, die dann Schaden und Geschwindigkeit der Ulti erhöht. Okay, nicht die Todesbombe. Ja, das ist eine große Bombe in der Mitte, aber wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du diesen Radius triffst? Ja, das stimmt. Der hat, glaube ich, das ist eine Reichweite von ungefähr 400, also etwas kleiner als Auto-Attack-Range von... Ja. Oh Gott. Aber die knallt. Ja, die knallt. Und das muss eine Bombe, Leute. Knallen muss es. Ob der Rest? Das andere macht halt den Schaden höher und, also hier dieses letzte, das Trommelfeuer oder Alter, ich krieg so, meine Scheißfässer nicht raus. Mann, ich hasse dich, MF! Du Kackbratze, Alter! For real. Sind so schön viele Minions. Alter, hört auf, mir die ganze Klaue. Sterbt, ihr Banausen. Oh no, Kha'Zix, der Tryhard. Push. So, ich habe 513 zusammen. Kann man das eigentlich mehrmals upgraden?
Ja, theoretisch? Dreimal. Also könnte man alle drei Upgrades nehmen. Ja, aber man braucht halt immer insgesamt 1500. Ja. Wenn wir dir mal denken, das ganze Spiel dauern. Boah, dann komm, wir nehmen jetzt die Kanone, die knallt, Leute. Knallen, wo ist es? Drake ist ab. Ich hab keinen Bock mehr. Wie ist Boy eigentlich? Bei dem, ja. Drake ist down. Die haben den Drachen. Ja, die haben den. Wo sehe ich jetzt, wie viele Drakes die haben? Ach, da. Ja, hab's. Ja, wird jetzt diesmal vernünftig angezeigt. Wir sollten uns um die Mitte kümmern. Oh, der hasst mich einfach, Alter. Der hasst mich. Stop that. We won't surrender. So ist richtig. Das sagt MF hier, Leute. MF hat es begriffen, weil MF ist ja auch cool. MF ist angekommen im coolen Modus hier. Im Piratenmodus. Malsa ist nicht so im Piratenmodus angekommen. Ja, aber ich bin eher am besten dabei, ne? 2-11, Leute. So steht ein Profi. Mit dem Gangplank Main, das überlege ich mir nochmal. Kaputt. Lol. So, gleich kommt hier die Kanone mit der Kanone. Na, wo läuft er lang? Und. Ah, schade. Ja, das ist nämlich die Sache. Das fängt ganz am Anfang. Ja, gut, aber das war jetzt halt auch. Direkt am Anfang. Wo er langgelaufen ist, das wusste ich nicht. Muss die halt direkt auf ihn setzen, die Mitte. Jo. Weil die gleich am Anfang kommt nur ein einziges Mal. Turret destroyed! Deswegen hat die das genommen. Die gegnerische Misfortune Board of the War, die hat ihn schon fertig. Lol. Okay. Du im Jungle herum. Wer ist eigentlich der Jungle dabei denen? Was? Chaco. Ach ja, der hat Runenbläse. Ja gut, dann ist klar, dass der denen das relativ scheißegal ist. Deswegen hat er auch so viel gewonnen. Der ihn macht. Du. Oh, Kasi ist Spot, dann kann ich endlich hier ein bisschen top pushen. Sterbt ihr? Oh, hier kommt die Ulti. Was? Wo ist der Angriff? Wo war mein Autotag, wollte ich sagen. Ja, wir sagen uns, Leute, wir machen Oldschool Gangplank immer noch, auch wenn das der neue Gangplank ist, spielen wir hier Oldschool Crit und so. Womit skaliert denn das hier jetzt nur endlich? Achso, so war das. Warte mal. Guck, was davon ist jetzt AP? Ah. Okay. Okidoki. Oh, da unten ist Kha'Zix. Aber der ist low. Gib mir Vision. Wo ist er hin? Da hat sich geflasht. Hol ihn euch. Nee, da hat sich defeat. Ach nee, das war Gangplank. Ist okay, den hol ich mir. Bin eh stärker als der Gangplank. Der baut nämlich nur Scheiße, Leute. Der denkt, der ist cool, aber ist er gar nicht cool. Der ist nicht im Leben angekommen. Alter, der Meister hat ihm so auf die Nerven. Schneller als Zugu Knecht. Oh lol. Seid ihr alle tot? Ja. Sind wir. Holy crap! Lol, wo hab ich denn die ganzen Sachen, die ganze Zeit wieder. Ach, daher.
Oh, meine Schuhe sind ja auch noch ab 10% Reduktion. Hammer! Ah, die Range von den Fässern ist echt cool. Damit kann man echt, glaube ich, viele coole Sachen machen, wenn man damit irgendwann umgehen kann. Und vor allen Dingen kann man damit so geil farmen, Alter. Mit was? Was nicht zuhört. Mit dem Fass. So, ja. Es ist ja auch die Sache, dass du das gerade machst. Mit dem Ballet zusammen. Ja. La 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 la. Oh, die Musik ist so geil. Ich wollte gerade sagen, Alter, es ist so derbe geil. Ja, bei der alten Musik hat man noch so gedacht, ein DJ Sona Skin wäre jetzt echt das Beste. Jetzt denkt man so, DJ Sona bleibt mal lieber zu Hause. Boom! We won't surrender! Boom! Die dicke Bombe hat getroffen! Das klingt auf Deutsch so scheiße. Tot ist er! NP, Leute, wir kommen wieder! Wir kommen wieder! Keine Frage! Inhibitor fällt, das klingt so scheiße wie Gangplank, das dann über die Map schreit. Inhibitor! Klingt so scheiße. So jedenfalls im Deutsch. Komm, mein Freund! LOL! The fuck? Ah, mit der Fass umgekloppt, Leute. Ulol. All I ask is a good ship. Also kommt Kasek. Holy! Ja, DMF mit dem Devourer. Nee. Und der Meiser einfach nur. Pff. Are you kidding me? I'm too good for you. Ach ja, die haben die Herald jetzt ja anders gemacht. Die was? Den Herald gibt's nicht mehr. Ja, die ja, ja. Das heißt jetzt irgendwie Herald, Segel sind der deine Mama. Bote. Ja, Bote. Heißt er jetzt. Los, defft das mit eurem Leben, Matrosen! Genau, Yasuo ist ein richtiger Matrose. Der wird angeheuert. Oder? Naja, geht so. Kann nicht in die Feeder-Crew, glaube ich. Und weg. Kha'Zix wird jetzt nicht mehr so sinnvoll. Kann Leute noch one-shotten, ja, aber... Ja, genau. Aber er hält halt auch jetzt nichts mehr aus und wir haben genug Damage. Ich kann mich gerade noch so mit dem Heal immer retten. La la la. La 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 la. Oh, ich habe gleich genug für die nächste Erweiterung zusammen. Ui, Top Lane. Da oh, Shaco. Boom! Ich bin der bessere Piraten, Captain Gangplank. Weil ich hab einen Hut und du nicht. Du Loser. Jetzt geht's los, Leute. Jetzt geht's los. Jetzt wird sich wie so danach einfach ihre ganze Fähigkeit nur noch spammt. Ja, wir müssen irgendwie aufpassen, dass Shaco sich backdoort. Wir sind ja total am Arsch. Your ally has been slain.
ally has been slain. Komm, wir machen mal ein bisschen was von dem Triad-Ding hier. Können wir uns abtun. Holy schmoly. No! Er lebt! Oh, wo ist denn der Rest von uns? Wir sind alle tot. Aced. Na dann, well played. Ja, Leute, das war Euphorie plus Müdigkeit plus quasi neuer Champion. Ein bisschen fail. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was zeigen. Also, ich habe zum Schluss, glaube ich, das mit den Fässern halbwegs rausgekriegt. Und ich werde, wie gesagt, dieses Event richtig auspeitschen. Also, da wird echt eine Menge kommen. Und ich werde auch den Gangplank ein bisschen ausreizen und so. Gucken, was man damit machen kann. Ja, ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr bleibt beim Event dran. Gebt mir Feedback, was ihr alles so sehen wollt. Es gibt ja massiv viel zu sehen. Könnt mir auch Teamvorschläge, ob wir mal so ein ganzes Bilgewater-Team machen oder so, mal sehen. Würde ich gerne. Falls es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen und ein Abo oder Zahnpasta oder irgendwie sowas da. Wir sehen uns in der nächsten Folge, was auch immer, wieder. Und ich sage bis dahin.